Es wird das Ketchup-Flaschen-Prinzip genannt. Erst kommt lange Zeit gar nichts und dann alles auf einmal. Beim Ketchup oft mit unangenehmen Folgen und einem Auftrag für die örtliche Reinigung verbunden. Beim Powerplay im Eishockey dagegen zeigt sich die schöne Seite des Ketchup-Flaschen-Prinzips. Die Adler waren zu Beginn der Saison in numerischer Überlegenheit eher schwach auf der Brust. Am letzten Wochenende sind sie in dieser Hinsicht geradezu explodiert. Gleich 7 von 8 Toren wurden im Powerplay erzielt. Straubing am letzten Freitag war für seine Verhältnisse gar nicht mal so schlecht untergegangen, sind sie aber beim 5:2-Sieg der Adler, weil sie einen Mann weniger auf dem Eis hatten. Auch Michael Hackert war beim munteren Überzahlschießen dabei. Das 4:1 war sein erster Saisontreffer. Ich habe ganz gute Physis eigentlich im Moment. Ich fühle mich wohl und das merke ich auch selber bei meinem Spiel. Im Moment ist nichts Spektakuläres dabei, aber ich mache ein bisschen meine Arbeit. Habe da wieder etliche Chancen gehabt und ich denke, wenn man sich die Chancen irgendwo rausspielt, dann hat man ja ein ganz gutes Spiel gehabt. Auch René Corbet gehörte zu denen, die im Sommer offenbar ein bisschen mehr getan haben als noch 12 Monate zuvor. Man merkt ihm zwar an, dass er nicht mehr der Schnellste ist, aber den Torriecher, den hat er noch immer. Das 5:1 gegen Straubing war immerhin bereits sein dritter Treffer in dieser Spielzeit. Die Adler also am letzten Wochenende die Jungs für die Überzahltore. Wir haben heute wirklich ein gutes Powerplay gespielt. Ich denke, wir haben letzte Woche auch eigentlich ganz okay agiert. Die haben uns ein bisschen anders gespielt, der Gegner, und das ist uns nicht so gelegen. Heute hat man gesehen, dass wir eigentlich auch viele Chancen hatten im Powerplay und ja, haben auch ein paar genutzt. Das war okay. Wir hätten noch mehr machen können sogar. Wir haben auch einige Chancen gehabt. Ja. Den schönsten Treffer erzielten sie aber bei numerischer Gleichheit auf dem Eis. Das Tor erzielte zwar Rick Girard zum 4:1, doch die Vorarbeit von Frank Mauer war einfach genial. Es war einer der besseren Momente in einem Durchschnittsspiel. Die Adler zu Beginn der Saison sind zwar erfolgreich, ohne allerdings dabei zu glänzen. Wir müssen gucken, dass wir die Punkte machen. Jetzt gerade, wir haben es wieder vor dem Spiel gehabt. Ja, es ist nur Straubing und so weiter. Aber die haben sich alle auch verstärkt, die Mannschaften. Und wenn man gegen solche Mannschaften dann am Ende Punkte lässt, daheim auch noch, dann ärgert man sich schwarz, weil das relativ schwer ist, dann auch aufzuholen. Man sieht es jetzt bei Köln, da haben wir so ähnlich in Start letzter gehabt. Und das ist einfach eine scheiß Situation für eine Mannschaft und für einen Spieler. Und ich denke, wir im Moment gerade können so recht zufrieden sein. Und wenn wir weiterhin so spielen, dann hoffe ich mal, dass wir die ersten 2 Monate gut überstehen.